ich bin Philipp, das hier ist Nantastisch und ich begrüße euch, wenn auch heute von einem anderen Ort, ganz herzlich zu einer neuen Folge Hero Discussion und heute geht es um den neuen Doctor Strange Trailer. Na, wer von euch hat gestern den Super Bowl geschaut? Seit Jahren freuen sich Marvel-Fans jedes Jahr zu dieser Zeit auf die große Pause, in der stets neue Trailer gezeigt werden. Dieses Jahr bekamen wir einen Teaser zu Moon Knight und Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und für mich hat Doctor Strange Vorrang. Tut mir leid, Moon Knight. Das reimt sich ja. Und was sich reimt, das ist gut, haha. Das pflegte zumindest Pumuckl zu sagen. Doch lasst uns jetzt mal die Reimerei vertagen. Mist. Wir gehen jetzt auf Comic Easter Eggs und Referenzen rund um das Marvel Cinematic Universe ein. Deswegen Achtung, Spoiler-Alarm! Vorab, schaut euch die anderen beiden Doctor Strange Videos an, die ich gemacht habe. Die Playlist ist unten verlinkt. Dann würde ich mich nämlich hier nicht nochmal wiederholen, da der Trailer auch Szenen aus dem bereits erschienenen Teaser beinhaltet. Der Trailer beginnt mit Strange, der sich wieder in einem New York befindet, das sich in seine Bestandteile auflöst. So wie in der What-If-Folge. Wir sehen ihn mit seinem Schwebemantel, der nun ein blaues Insignien trägt, aber mehr dazu gleich. Er steht vor dem Sanctum Sanctorum, das sich ebenfalls auflöst und neben ihm liegen Knochen. Und ich hatte ganz kurz einen Flashback zu Smallville, als Lex Luthor eine Vision bekommt und sich in einem Knochenmeer befindet. Es öffnet sich eine Tür zu dem Sanctum, das kein anderes Symbol trägt als das von Mephisto! Es steht hier geschrieben, es geht wieder los, es fängt wieder an! Strange erzählt davon, dass dies ein Traum ist, den er jede Nacht hat. Aber ich denke mir, dass das eher eine Art Vision ist, die ihm alternative Realitäten zeigt, die in Gefahr sind und er irgendwie mit den anderen auftauchenden Dr. Stranges verbunden ist. Wir sehen hinter dem Sanctum einen großen dunklen Kreis, der rot glüht. Ein ähnliches Bild bekommen wir, wenn Strange das Sanctum betritt. Wir werfen einen kurzen Blick auf America Chavez, die gefesselt ist und an einem Sternportal hängt, das sie gezwungen wurde zu öffnen. Und dann haben wir dieses hässliche Monster, das für die Fesseln verantwortlich ist. Es sieht so aus, als wäre es in den Crimson-Bänden von Kitora gefesselt. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist der Zauber, den Strange im Infinity War nutzte, um Thanos zu fesseln. Und was auch immer sich hinter diesem Monster verbirgt, könnte in diese Fessel nun eingewickelt sein. Wir sehen Strange in einem Bett erwachen und das ist das erste Mal, dass wir offiziell sein Schlafzimmer sehen. Eigentlich sollten wir das zuerst in Spider-Man No Way Home sehen, aber die Starttermine der beiden Filme wurden getauscht, sodass beide Filme ein wenig umgeschrieben werden mussten. Denn Strange sollte am Ende von Multiverse of Madness sich erholen, als Peter ihn im Sanctum besucht und bittet, die Welt vergessen zu lassen, dass er Spider-Man ist. Und irgendwie finde ich es schön zu sehen, dass er im Bett einen Laptop stehen hat. Strange sagte auch, The Nightmare begins. Und da muss ich natürlich etwas in den Schurken Nightmare hineininterpretieren, der ja eigentlich schon ein Antagonist im ersten Teil werden sollte, aber irgendwie nicht zur geplanten Story gepasst hat. Vielleicht bekommen wir ja jetzt im Sequel einen Verweis auf ihn. Auch sehen wir wieder ein neues Marvel-Logo, diesmal mit etwas Schleierhaftem. Und ich bin der Meinung, dass es sich hierbei um die Zeichnung der Scarlet Witch aus dem Darkhold handelt. Wanda erzählt von Vision und dass dieser gesagt hat, dass das Multiverse Gefahren mit sich bringt. Wir sehen nun auch den außerirdischen Zauberer Rintra noch besser. Auch können wir einen besseren Blick auf das Multiverse werfen und ich erkenne hier ein Buch. Und dabei könnte es sich um das Darkhold handeln oder auch ein Anti-Darkhold, etwas, das die Dinge wieder ungeschehen machen. Wir können nun einen besseren Blick auf Stranges Fesseln werfen und sehen, wie er von Ultron-Legionen begleitet wird. Und dann gefolgt von einem meiner absoluten Highlights. Wir hören ganz kurz Patrick Stewarts Stimme. We should tell him the truth. Professor Charles Xavier ist finally confirmed und ich kann jetzt endlich darüber sprechen. Schon in meinem letzten Video redete ich von einer Concept Art, die sich übrigens als Fanart herausstellte, die basierend auf einem Leak erstellt wurde. Wir werden in diesem Film sehr wahrscheinlich auf die Illuminati treffen. Eine Gruppe von intelligenten Helden, die die Erde vor anderen Gefahren beschützt. Wir sehen hier 5 Stühle, wobei noch ein 6. Stuhl von Strange verdeckt wird. Ich tippe also auf die festen Kandidaten Charles Xavier und Mordo. Und dann schwanke ich zwischen den potenziellen anderen Charakteren wie Namor, der einen Auftritt in Black Panther 2 haben wird, Captain Carter aus der What-If-Serie, denn ihr Schild können wir bereits auf einem Poster erkennen, dann John Krasinski, der schon lange als Mr. Fantastic gewünscht wurde und bei den Nachdrehs angeblich gesehen worden sei. Dann eventuell ein Iron Man, der von Tom Cruise dargestellt werden könnte, da er ursprünglich statt Robert Downey Jr. für die Rolle von Tony Stark besetzt werden sollte. Und meine letzte Kandidatin wäre Monica Rambeau als Captain Marvel. Zuletzt haben wir sie in WandaVision gesehen,
Doch in den Comics war sie jahrelang an der Seite der Avengers, lange bevor Carol Danvers sich den Namen Captain Marvel gab. Dann sehen wir Strange und Chavis durch die verschiedenen Dimensionen wandern. Eine zeigt sogar Dinosaurier, wobei diese Szene auch auf das sogenannte Savage Land verweisen könnte, was man hauptsächlich von den X-Men kennt. Und was kein Easter Egg ist, aber für mich ein nettes Detail, wir sehen hier hinter dem Portal die Szene, die noch nicht fertig gerendert ist, sondern nur grob dargestellt wird. In einer Szene zersetzt sich Strange in einzelne Würfel, so wie Drax im Infinity War, was direkt von der Comicvorlage stammt. Anschließend sehen wir Wanda gegen jemanden kämpfen und hier streiten sich die Geister. Ich sage, es sieht nach Monica Rambeau mit kurzen Haaren aus. Wir sehen hier eindeutig ein Captain Marvel Kostüm, ähnlich zu den Comics. Andere behaupten wiederum, es ist der Superior Iron Man, da man einen Mann mit Tony Starks Bart erkennt. Und dann gibt es noch die Fraktion, die behaupten, es wäre Nova, da das Kostüm an der Brust drei Kreise aufweist, die zu Novas Kostüm passen könnten. Doch was genau meint ihr? Dann sehen wir ganz kurz Master Hamir, den Strange im ersten Teil versehentlich mit der Ältesten verwechselte. Wir sehen eine Statue von Strange und hierüber habe ich bereits in meinem letzten Livestream gesprochen, denn ich glaube, die Statue ist in dem Universum der Illuminati und dort hat sich der eigentliche Strange geopfert gegen eine größere Bedrohung wie Thanos oder Dormammu. Auch sehen wir, dass das Sanctum ein anderes Design hat und das könnte am Wiederaufbau in diesem Universum sein, nachdem Hulk durch das Fenster gekracht ist. Und wir sehen den Auslöser eines Jumpscares, wie ich hier vermute, denn zuerst konnten wir Wanda in einer freundlichen Umgebung sehen und mit wunderschönen Bäumen und nun sind alle Bäume im Hintergrund kahl und glühen rot. Ein Hinweis, dass die Szene kurz hintereinander spielt, ist, dass Dr. Strange immer noch das gleiche Outfit trägt wie am Anfang. Dann sehen wir Scarlet Witch mit einer Wanda-Variante, die immer noch in Westview lebt. Das Haus hat schließlich die gleiche Einrichtung und im Hintergrund sehen wir zwei Roller, die auf Billy und Tommy hinweisen. Und zu guter Letzt haben wir den großen Money Shot. Dr. Strange, der dunkle Wesen in sich aufnimmt und so zum ultimativen Endgegner wird. In einem weiteren TV-Spot konnten wir ihn zombieartig laufen sehen. Doch ich glaube nicht an einen Zombie-Strange aus What If, eher als gäbe es einen Strange, der wieder von den Toten auferstanden ist und vielleicht sogar mit Hilfe des Darkholds. Kommen wir nun zu diesen seltsamen Wesen. Schon in No Way Home berichtete ich von den sogenannten Nightwalkern. Das sind interdimensionale Wesen, die durch Zeit und Raum wandern und ähnlich wie die TVA Wesen auslöscht, die das Zeit-Raum-Kontinuum in Gefahr bringen. Und das würde ja perfekt zu einem Film wie Multiverse of Madness passen. Kommen wir noch kurz zu einer Theorie, bevor wir weitermachen, und zwar, dass das Darkhold für all das hier verantwortlich ist. Denn der Kampf scheint hier auf einem Berg stattzufinden. In den Comics wurde das Buch vom Wesen K'Thorn erschaffen, das immer mal wieder versucht, Wandas Körper und Kräfte zu bekommen. Lange befand er sich eingesperrt im Mount Wondagore, wo im Film theoretisch auch der finale Kampf stattfinden könnte. Diese dunkle Energie könnte also K'Thorns Werk sein und er könnte in diesem Film versuchen, in das MCU zu kommen. Und gehen wir nochmal ganz kurz auf den TV-Spot ein, denn dort wurden Szenen gezeigt, die nicht im eigentlichen Trailer sind. Und zwar sehen wir Defender Strange, der America Chavis vor dem Monster im Multiverse rettet. Wie sehen eine Variante von Christine Palmer, die bei den Illuminati arbeitet. Und sie trägt das Outfit, das der Charakter Night Nurse in den Comics hat. Und man sieht America Chavis im Hintergrund gefangen. Diesen Shot konnten wir übrigens auch kurz im Trailer sehen, und zwar in der Reflexion von Wandas Augen. Auch sieht Wanda hier aus wie ihr Zombie-Counterpart. Aber ich denke, Zombies spielen hier eher keine Rolle. Hoffe ich. Und das war alles, was ich im Trailer finden konnte. Habe ich was übersehen? Dann ab damit in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen rauf. Teilt es, abonniert, aktiviert die Glocke, joint meinem Discord-Server, ihr kennt das alles. Und ich hoffe, ich darf euch bald wieder begrüßen, hier bei Hero Discussion.